Willkommen zurück. Wir sind wieder bei Final Fantasy VII Remake, haben endlich alle Schatzkammern von Corneo, stecken aber allerdings immer noch in der Kanalisation. Die müssen wir jetzt erstmal zum Ende bringen. Und ich hoffe, ja, dass wir mal so eine Bank kriegen. Wir sind so leicht demoliert. Wir haben ein paar Beulen. Aber eigentlich dürfte hier jetzt nicht mehr allzu viel kommen. Wir müssen noch einmal kurz zurück zu Leslie. Der gute Mann ist schon vorgegangen. Und wir mussten nochmal zurück. Kisten. Dankeschön. Wie konnte ich denn hier Kisten stehen lassen? So ein Fauxpas. Dankeschön. So, Leslie ist genau hier drin. Genau, hier hatten wir nämlich das Wasser abgelassen. Wir müssen hier hoch. Da ist der Gute auch hoch. Ich hatte halt Angst, wenn ich da hochgehe, dass ich nicht mehr zurück zur Schatzkammer komme. Aber der hat ja sogar auf uns gewartet im Lüftungsschacht. Das sollten sie jetzt nicht mehr jucken. Die Schatzkammer haben wir. Ich hoffe nur, wir kommen noch einmal zum Male, wenn wir hier raus sind. Muss ja. Wie sollen wir sonst die Quest abgeben? Mach sie mal an. Hier sind wir schon. Ja, siehst du mal. Didim, didim. Lässt die Lüfter lang. So, mein Freund. Dann zeig, wo wir hin müssen. Damit wir hier rauskommen. Er sagte, er will Rache an Corneo. Aber, na gut, wir wissen, dass Corneo weg ist, dass er sich verkrümmt hat. Ist er einfach hier in der Kanalisation? Wartet hier kurz. Jo, auf jeden Fall ist da drin ein Automat. Das sehe ich da drin alleine klarkommt. Ich habe auch keine Lust auf ihn zu warten. Das ist Rinder. Okay, er ist noch weiter. Bank. Okay. Der Corneo sich auch wirklich notfallmäßig eingerichtet, ne? Der Automat ist da. Wir gehen erstmal auf die Bank. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir sind doch schon leicht angeschlagen. Habt ihr mal darauf geachtet, was auf der Bank draufsteht? Oh, schon die Schleichwerbung. Energy Drink. Potion, Potion. Das ist klar. Ach, schön. Ich mag die Details hier im Spiel. Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Ohi? Ohi? Du kommst allein? Ja. Ohi? Und wo sind die Täubchen von Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belga zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Leslie. Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich hab den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte bam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belger haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Wallmarkt in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Dabei hatte ich eigentlich vor dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Ja, sicher. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch, hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo. Freu dich nicht zu früh. Ohi.
Papier hier? Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Hohi, Pech für euch! Denn ich schrei hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Nein. Ich hasse diesen Schleimbolz mittlerweile. Na dann, Marcolinchen, guten Appetit. Marcolinchen? Verdammt. Es sind also seine Kiddies. Kümmern wir uns erstmal um den. Oh Gott, ich häng hier fest. Lass mich doch mal weg da. So, das kriegen wir schon alles hin. Nimm doch mal dein kleines Tier hier weg. So, warte mal. Erstens hatten wir den schon analysiert. Jo, der ist empfindlich gegen Feuer. Das ist gut. So, den leg mal los. Feuer ist gut. Am besten auf ihn selbst würde ich sorgen. Feuer frei! Dafür, dass er ein Fendiking-Feuer ist, macht ihm das nicht allzu viel, ne? Muss ich erst seine Körperteile zerlegen? Wahrscheinlich, ne? Nein, 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 nein. Nein, nein. Wo kommt die Suppe? Rechts, wie es aussieht. Rechts. Yes. Nein. Wow, wow, wow. Der räumt hier die ganze Bude um. Okay. Unser Kleingetier werden wir auch gleich los. Einen Moment. Haben wir gleich. So, den probieren wir mal. Aerogar. Ich hoffe, sein Kleingetier treffen wir mit. Tosen damit! Keine kommen! Na ja, zumindest haben wir die Kleinen los. Das ist ja schon mal was. So, Tifa. Den einmal auf Hochtouren. Na gut, ein paar kleine leben noch, aber die meisten sind erledigt. Erstmal auf seinen Schwanz würde ich so. So, Birrit. Du bist auch voll. Du machst natürlich bebende Erde. Du nimmst auch seinen Schwanz. Jetzt mach ich Nägel mit Köpfen. Und du, Cloud, du haust mal eine Schwertsturm rein. Auch auf seine Chance. Gleich nochmal. Der geht aufs Haus. Was macht er nun? Okay, Tieferchen. Du nochmal auf Hochtouren. Auf Schwanz. Ah, was macht denn jetzt schon wieder? Er holt sich immer wieder neue. Ob das sowas bringt, die zu erledigen? Ja! Tschüss. Nein, 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 der will mich anrammen. Ja! Nimm doch mal das Viehzeug hier weg. Wird das nichts? So, Tifa, du gehst... Hast keine zwei voll? Nein. Okay, Beret. Du haust einmal Vitra raus auf Cloud. Muss das beenden. Sehr schön. Tifa, Level up. Bis hier und nicht weiter. So. Warte mal. Hallo, Tifa, du kannst einmal ein Gebet raushauen. Daneben. Und du, Claudi, du nimmst auch mal noch einen Schwertsturm. Wieder auf das Schwänzchen. Was? Also ich fühle mich hier so leicht eingeengt. Können wir hier einen großen beschwören? Ja. Aber warte mal, ich würde gerne... Wäre doch erst zwei Leisten. Den Schokomoppel mal ausprobieren. Tschüss. Auch wenn Ifrit hier natürlich perfekt wäre, wegen Feuer...
Oh nein. Ja! Kleine Show gefällig. Wow. Ich kam nicht schnell genug weg. So, auf Cloudy Boy bitte. Ah gut, dann braucht Berit wieder zwei Leisten. Gut, dann machen wir in der Zwischenzeit eben sein Limit. Atomisator, den haben wir übrigens aus der Arena. Auf den Schwanz. Nimm's nicht persönlich. Das tat ihm weh, das ist gut. So eine Schande. So, wir gehen kurz auf den Berg. Damit er schneller zwei Leisten vollkriegt. Okay, Hada, den einmal beschwören. Ich würde gerne den Schokomobbel ausprobieren. Haben wir ja selber noch gar nicht getestet. Das ist die Kraft des Planeten. So, wir wechseln auf Tifa. Darf jetzt nicht schlapp machen. So, Tifa, du hause raus. GB. Es geht weiter. Sitzt hier der Schokomobbel? Oh, Cloudy Boy. Du kannst aber auch zur Abwechslung dich mal selber heilen. Wisch, was musst du aber tun? Au. Diese kleinen Viecher hier. Dein Einsatz. Muss durchhalten. Tschüss. Boah, steh jetzt. Muss kurz verschwinden. Ich leg los. Diese Suppe, ich hab gar nicht gesehen, wo die herkam. Gut. Wo klaut wieder? Das haben wir gleich. Berit lebt noch. Das ist schön. Das ist sehr schön. Heil auch mal dich selber am besten. Ja, das tut gut. Ich übernehme. So, auch du, Cloudy Boy. Wieder. Auf Berit erstmal. Ah, jetzt kommt die Spezialattacke. Bürzelbombe. Ich bin schlecht. Ah, schön. Oh, gut schon, der macht. Jo, der hat ihn glatt platt gestampft. Das ist Glänchen. Herrlich. Okay. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nö, ne? Oh, durch dieses Hin und Her sieht man ganz schlecht, wo die Suppe rüberkommt. Wenn ich nicht zweimal in die Suppe gelaufen wäre, wäre das ganz anders ausgegangen. Aber gut, wir haben ihn. Jetzt ist aber wohl hoffentlich mal endgültig platt. Ich meine, wenn unser Steroiden-Schokobo sich darauf pflanzt, da steht nichts mehr. Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, ist entkommen. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man's erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Ein Wiedersehen. Oh. Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich sollte sie erst finden. Du hast recht. Danke. Moment. Hast du etwa dein Versprechen vergessen?
Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie ihr hochkommt. Ich meine, es sei ihm ja gegönnt, dass er sie findet. Aber jetzt mal realistisch betrachtet, Cornelio hat ja alle, die er nicht wollte, quasi hier in dieser Kanalisation entsorgt. Wer sagt denn, dass sie noch lebt? Auch wenn es ihm das natürlich zu wünschen ist, dass sie irgendwie entkommen ist. Aber möglich wäre es ja, dass sie gar nicht mehr lebt. Da steht die Truhe. Ah, meine Lunge tanzt vor Freude. Hier entlang. Ja, Moment, da ist eine Truhe. Eine Seilpistole. Schießt das Seil zum Klettern ab und zieht euch daran nach oben. Was, 300 Meter in die Höhe? Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7. Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen. Ah, das hört sich schon anders an. Hat aber keinen Abseilmechanismus. Ist man erst oben, kann man nicht wieder zurück. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr alles Notwendige erledigen. Danke. Wir müssen los. Wir suchen auch jemanden. Verstehe. Dann viel Glück. Gleichfalls. Gehen wir. Okay. Gut, sei ihm das gegönnt auf jeden Fall. Ja, wir müssen hier eh gleich nochmal hin, ne? Ja, gehen wir erstmal zum Male zurück. Wir müssen ja auf jeden Fall die Quest abgeben. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Weg nach oben. Die zuerst evakuiert wurden, sind sicher. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein. Er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Na sowas? Der Racheengel der Slums? Oh! Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ehe ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Sie ist ein großer Racheengel-Fan. Okay. Jetzt haben wir aber wirklich alle, ne? Ja, abgeschlossen. Mehr ist hier auch nicht. Schön, dann haben wir das Thema erledigt. Dann will ich jetzt nur noch mal kurz eine Sache gucken. Erstens haben wir noch ein paar Waffenpunkte, zumindest bei Cloud und bei Tifa. Und ich möchte gerne, wieder auf eine Schusswaffe, ob das so gut ist. Weil die hat schon echt 6, aber die Abrissbirne ist echt, ich mag Beres nicht als. Atomschere ist ja auch ein Nahkampf. Na gut, der hätte 5 und hat 6. Wir würden einen verlieren. Das Ding ist völlig für den Popo. Aber, na, physische Attacke hat er auch deutlich weniger. Ich mag Berend nicht als Nahkämpfer. Warte mal, was verliert der Gute denn da? Den da. Provozieren. Ja gut, wenn nice gehabt, aber gut, was man nicht hat, das hat man nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall das Sturmgewehr wiedergeben. Besser als nix auf jeden Fall. Zumindest immer noch das Wichtigste. Na gut, ist auf einem guten Weg. Kann man sich nicht beschweren. Lohnt sich ja schon Punkteverteilung. Aber Cloud auf jeden Fall. Bei tiefer Augen. Eigentlich können wir bei allen dreien mal kurz reingucken. Schaden tut er nett. Er hat immer noch den Miltril-Säbel. Gut, magische Abwehr. Magische Abwehr und magische Attacke und physische Attacke, ja, die können wir gerne mitnehmen. Das war Cloud eigentlich mit am besten. Ja, physische Attacke plus 8. Mehr können wir eh nicht bei ihm. Sehr schön. Den
Birrett Gatling-Gewehr? Weil ich meine, die Fähigkeit hat er ja gelernt, ne? Also daher magische Attacke, auch zweimal magische Attacke, nochmal magische Attacke, oh man. Magische Attacke. Okay, dann nehmen wir bei hohen TB physische Attacke plus 5, auch wenn ich da jetzt nicht so der Fan von bin. So, das haben wir. Bei hohen TP physische Abwehr. Bei hohen TP magische Attacke. Hm? Habe ich mich dafür geguckt? Gut, es war die Abwehr. Naja, aber Abwehr kann auch nicht schaden. Dann nehmen wir das. Ich glaube auch nicht, dass Berend hier noch großartig was zukriegt, ehrlich gesagt. Aber gut, ab und zu setzt er ja auch mal einen Zauber ein, ne? Dann nehmen wir halt noch eine magische Attacke dazu. Haben wir nicht genug Punkte für. Okay. Dann hat sich das Thema eh erstmal erledigt. Und Tifa, die mit Trillklauen. Vielleicht kriegen wir noch eine bessere Schusswaffe für ihn. Das wäre zumindest ein Träumchen. Da haben wir alles. Hohen TB, physische Attacke, magische Attacke. Okay, hier wäre definitiv. Und MP-Verbrauch von Angriffsmagie wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme hier erstmal einmal die physische Attacke mit. Das ist die magische Attacke, physische Attacke. So, bei vollen MP... ja, MP-Verbrauch von Angriffsmagie minus 20% wäre schon nice. Da. Gut, mehr können wir eh nicht. Ein Träumchen. Jo. So, wie viele Mokri-Medaillen haben wir? Aber wahrscheinlich nicht genug, um dann den ganzen Rest rauszukaufen. Gegner, Gegenstände. Die müssen ja hier stehen. 4. Damit brauchen wir gar nicht dahin. Das ist gelegen. So, ist hier eine Schokobo-Haltestelle? Jo. Wir haben alles abgeschlossen. Wir müssen nach oben. Und das dürfte das Erschließungsgebiet gewesen sein. Ja. Nicht vergessen, da ist noch eine Truhe. Die muss mit. Und dann dürfen wir zumindest noch einmal die schöne Musik hören. Genau. Einmal kurz zurechtfinden. Hier war die Kanalisation, ne? Ist du? Ich will die Truhe mitnehmen. Mokri-Medaille. Ja gut, dann hätten wir 5. Das bringt uns auch nichts. Okay, aber ich glaube, ich habe auch alles Wichtige. Avalanche. Stimmt, hier waren wir schon mal. Da wussten wir nicht, wofür das gut ist. Sick. Oder haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rübergeklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Das weiß ich, aber wir haben alles. Ja, wir haben alle Aufgaben erledigt. Hoch geht's. Hat jetzt auch ein Weilchen gedauert. Ne? Ich glaube, die letzten 3-4 Folgen waren wir hier zugange. Da steht Zack, ja. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein, sie stört. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist! Weiter. Ja, so langsam scheinen Cloud und Berit sich ja mal zu verstehen. So. Kapitel 15, im Licht der sinkenden Sonne. Oh je. Na dann. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aeris da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Ein
Eine Stadt in Trümmern, ja. Das sind die ganzen Häuser, die oben auf der Platte standen, ne? Jo. Ich hab mich schon gewundert, hier warum. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Und nur Trümmer der Slums lagen, obwohl ja auf der Platte auch Häuser standen. Wo ist mein Papa? Ich hab Angst. Brauchst du nicht zu haben. Er ist sicher bald zurück. Das kam nicht bist ganz du runter. Boah, es ist schon meine übel. Rücken tut weh. Aber das tat er auch vorher schon. Kannst du aufstehen? Aktor da oben, ne? Das ist echt übel. Hab ich's nicht gesagt? Na, gemütlich zu gucken, wie ein Haus einstürzt. Verdammt, nicht schon wieder. Womit haben wir das verdient? Okay, uns bleibt da ja keine andere Wahl. Wir müssen hier irgendwie der durch. Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Ja, gut, wer weiß, was uns da erwartet. Ich weiß ja nicht, wie weit der Stück hier ist. Hut. Aber da ist auf jeden Fall ein Automat. Das ist doch schon mal schön. Und eine Bank auch. Sehr schön. Gucken wir mal rein. Gibt's das ein Angebot? Geizkragen. Die haben wir alle. Hiervon brauchen wir auch nichts weiter. Meh. Ich weiß, ich habe die Talismane gekauft. Die möchte ich jetzt aktuell aber noch nicht benutzen. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Ich glaube, wir nähern uns zwar so langsam dem Ende des Spiels. Aber ich glaube, so ein, zwei Bosse werden noch kommen. Abwarten. Die Frage ist nur, wo? Okay. Nur keine Zurückhaltung. Zum Ziel ist eh nicht so mein Ding. Was ist das denn für Viecher? Bioklett. Alles klar. Dann mach einmal Analyse, mein Freund. Drei Stück gleich. Nur kein Übermut. Die Frost und Luft. Ein Vagrid, dem Flugsteine eingepflanzt wurden. Hierbei handelt es sich um Exemplare, die aus dem Labor entkamen und sich in der Wildnis ausgebreitet haben. Was Shinra nicht alles entkommen lässt, ne? Kriegen wir hin. Warte. Magie. Ich glaube, das sollte Aurora reichen. Jetzt stürmt's! Bringen wir es hinter uns! Oh, sehr schön. Wir werden von nichts Halt machen. Bis wir am Ziel sind. Wo geht's denn hier weiter? Ja. Habt ihr leider nicht gesehen. Ja, sowas kann man auch mal übersehen, ja? Leitern sind ja nun nicht alltäglich. Alter, wie das hier aussieht, ne? Das sieht schon cool aus. Man sieht aber allerdings, dass das ein Bild im Hintergrund ist. Aber jo, trotzdem, das sieht schon cool aus. Vor allem sehen die Slums von hier oben, das haben wir ja damals bei dem Lampen, wo wir da waren, schon gesehen. Weitaus größer, als wenn man unten ist. So, ich weiß, da war die Leiter nach oben. Ich habe sie gesehen. Ich will mal kurz gucken, was sie hier ist. Lass mich mal rüber da. Lass dich nicht treffen! Ebenso. Okay, da haben wir noch ein Trüchen. Holen wir uns sofort. Aerora. Ein Sturm sieht auf. Keine Kaufe. Weiter so. Geht's. Sehr schön. Thema erledigt. Megatrink. Sowas nimmt man noch gerne mit. Leiterchen hoch. Didim, didim, dim, dim. Ah, ich mag dieses Spiel. Auch wenn das Spiel wirklich weitaus größer ist, als ich gedacht habe. Also, ich hätte wirklich gedacht, so 10 bis 15 mich Spielstunden. Keiner unter. Ach, schon wieder ein Schimmer. Dich haben wir, ne? Ja, ja, ist nur Luft. Kriegen wir hin gleich. So. Hier eine Aurora rauf. Das sind sogar zwei, passt doch. Sturmwarnung! Okay, hat nicht gereicht. Ziemlich schwach. Würde ich sagen, hauen wir noch einmal ein Aurora hinterher, warum? Jetzt stürmt! Volle Kraft!
Jo, jetzt hat's gereicht. Weiter. Erstmal verschnaufen. Wunderbärchen. Jo, ich weiß, da geht's hoch. Ich wollte nur gucken, ob hier noch was liegt. Mann, diese Luftviecher kriegst halt immer so schnell platt, ne? Also schlecht. Hier noch irgendwas? Nö, ne? Alter, wenn man sich das einmal anguckt, was da alles runterkam. Das war der Pfeiler, ne? Oder zumindest, was davon übrig ist. Alter, also. Da müssen wir rauf, oder? Ist schon nicht mehr schön. Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Ach, Berit, du bist unsere Prinzessin. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? An Stellen, an denen ein Seil herabbaumelt, kannst du dich mit der Seilpistole auf vorgelegene Plattform ziehen. Such die Umgebung über dir nach hängenden Seilen ab. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Ja, doch, ne? Anders ist nix. Mel, denn mal los! Und jetzt sind wir im eigentlichen Bereich. Das läuft ja wie am Schnürchen. Oh. Suchtrupp. Ha! Sollen sie nur! Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Eben, Berit, eben. Okay, wenn wir mal nicht noch auf den Suchtrupp treffen werden. Mokri-Medaille, was sollen wir jetzt noch mit Mokri-Medaille? Wir kommen da doch eh nicht mehr hin. Aber gut. Den will ich mal kurz was googeln. Gut, hier geht's im Kreis, aber... Da unser Ziel ist, glaube ich, haben wir hier ein bisschen mehr. Wir sind bei 80 Meter Höhe. 40 Meter Höhe. Und gesagt wurde, das sind 300 Meter, ne? Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Würde ich sagen. Weiche schütteres Truppen aus, während du dich weiter nach oben hängst. Alles klärchen. Gut, dann haben wir in der nächsten Folge was zu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüssi.